Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir uns dem Lesemonat Januar 2023 widmen. Yay, wir sind in diesem Jahr angekommen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich hatte mal wieder eine längere Pause, die war mehr so ungeplant. Es war eigentlich alles okay und trotzdem hatte ich keine Muße zu drehen und dann zwinge ich mich momentan auch nicht dazu, aber jetzt gerade bin ich Feuer und Flamme und denke, yes, let's do it, sodass ich hier stehe und euch heute über meinen Lesemonat berichten möchte. Alle genannten Titel sind in der Infobox verlinkt, schaut da gern vorbei, falls euch einer anspricht. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was euch genau an den Büchern interessiert oder wie sie euch gefallen haben, wenn ihr sie schon gelesen habt. Und ich würde sagen, wir starten. Das erste Büchlein, was ich im Jahre 23 angefangen habe und beendet habe, ist dieses Schätzchen hier, nämlich The Inheritage Game von Jennifer Lynn Barnes aus dem CBT Verlag. Ich habe das hier in dieser Exklusiv-Sonderausgabe von der Bücherbüchse mit dem farbigen Buchschnitt. Dann ist es auch eine Hardcover-Ausgabe, ansonsten nicht, dass ihr euch wundert, ist es eine Broschüre. Es geht dabei um Avery und Avery ist ja in der Schule eigentlich so Typ, ich muss alles relativ gut machen, damit ich ein Stipendium kriege, damit ich mein Leben verbessern kann. Sie will einfach dann nur noch weg aus dieser Stadt, in der sie lebt und ihr Leben sozusagen beginnen. Doch dann ändert sich eigentlich alles, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der einzige Haken an der Geschichte, sie muss ein Jahr lang in dem Herrenhaus von ihm wohnen. Und das mit den verbitterten Erben, die halt leer aus der ganzen Geschichte ausgegangen sind. Ihr könnt euch vorstellen, das ist das Leben in, also der Weg in die Höhle des Löwens. Und Avery sieht sich immer wieder neuen Gefahren, Geheimnissen und Spielchen ausgesetzt. Dabei gibt es die vier Erben, die Enkelsöhne von Tobias Hawthorne. Und ja, es ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, so im Mystery-Thrill mit vielen Rätseln. Also heißt, alle, die so Night School in diese Richtung mochten oder Ellingham Academy, die sind hier total richtig. Es macht Spaß. Die Geschichte ist für den Moment immer so ein bisschen in sich abgeschlossen, obwohl man weiß, es geht halt weiter, weil das Jahr ja noch nicht vorbei ist. Das ist aber eigentlich ganz schön, weil der Fall in dem Moment abgeschlossen ist. Hat so Crime-Elemente, hat immer mal wieder so Elemente, wo man denkt, was? Die Liebesgeschichte ist seicht, die nimmt nicht den Raum ein und dominiert die ganze Story, sondern es geht schon auch um diese Rätsel, um dieses Haus, um die ganzen Geheimnisse von Tobias Hawthorne und das hat mir sehr gut gefallen. Mich hat das absolut unterhalten. Ich freue mich auf Band 2 und Band 3, die bereits erschienen sind, also für alle, die genauso wie ich gerne Reihen hintereinander weglesen, die sind hier absolut richtig und ich habe auch gesehen, im Mai erscheint schon wieder ein neuer Titel von Jennifer Lynn Barnes, finde ich sehr schön. Es gibt ja so Autoren, die schreiben richtig gute Werke und dann kommt gar nichts mehr. Das ist immer ein bisschen schade oder vielleicht kommt das dann auch einfach nur in Deutsch nicht, weil die Verlage meinen, es lohnt sich nicht. Aber hier ist das anders. Es kommt im Mai die Cold Case Academy. Hört sich auch mega an. Solltet ihr euch mal angucken, verlinke ich euch auch in der Infobox. Und ja, von mir gab es natürlich gute 4,5 Sterne. Ich glaube, da kann noch ein Quäntchen mehr kommen. Deswegen habe ich mir noch einen halben Stern Luft nach oben gelassen. Dann über einen längeren Zeitraum gelesen, weil selbst gelesen, habe ich von Alexandra Flynn Two Sides of the Dark. Verliere nicht dein Herz, es könnte dich das Leben kosten aus dem Planet Verlag. Das ist das erste Fantasy-Buch, was ich von der Autorin lese. Die liebe Lexi kennt ihr ja alle vielleicht als Alexandra Nordwest von Instagram. Und ich war sehr neugierig auf ihren Schreibstil, auf die Art, wie sie Fantasy, Urban Fantasy erzählt. Wir begleiten hier Taylor. Taylor ist ein ganz besonderes Mädchen. Sie hat nämlich übernatürliche Fähigkeiten, die aufgrund von, ja,
einem Projekt entstanden sind. Das müsst ihr dann genauer und selbst lesen, finde ich. Ich will da jetzt nicht zu viel wegnehmen. Und Taylor trifft an der Uni auf Jonathan und alles könnte so normal sein, gäbe es da nicht diese eine Institution, die natürlich wahnsinnig doll an Taylors Fähigkeiten interessiert ist und sie um jeden Preis haben möchte. Jonathan gerät dann quasi mit Taylor zusammen in eine Geschichte, die für mich an mancher Stelle so ein bisschen langatmig war. Also so gerade der Anfang, dass die erste Hälfte hat sich ein bisschen gezogen. Der Einstieg war super rasant, da ist sehr, sehr viel passiert. Und dann plätscherte es eine geraume Zeit so vor sich hin. Ich fand es eigentlich gut, dass Lexi sich Zeit mit der Liebesgeschichte zwischen Jonathan und Tay gelassen hat. Aber irgendwie war mir das dann zu seicht und zu langsam. Da hätte mehr Dynamik drin sein dürfen. Die habe ich ein bisschen vermisst. Das Ende war dann wieder super actionreich und es ist so viel passiert und man hat mitgefiebert und irgendwie, ja, war es dann so überschlagen, sage ich mal. Das hätte ich mir etwas mehr verteilt auf die gesamte Story gewünscht. Der Schreibstil ist super leicht und flockig, hat mir gut gefallen. Ich mochte Taylor als Charakter, ich mochte Jonathan, ich mochte seine Geschichte, denn auch bei ihm ist nicht alles natürlich im Reinen. Ich mochte, dass hier auf besondere Gegebenheiten geachtet wurde, wie damit umgegangen wurde, darüber geredet wurde. Von daher fand ich das grundlegend gut. Wie gesagt, nur manchmal ein bisschen langatmig und nicht auf den Punkt gebracht ist vielleicht das richtige Wort, sodass ich der Story 3,5 Sterne gegeben habe. Weil wenn ich das mit den Heritage Game jetzt vergleiche, klar, es ist Urban Fantasy und das andere ist so Mystery Thrill. Und trotz alledem hatte das einen Spannungsbogen, der generell immer gut aufrechterhalten wurde. Und hier hat das halt an mancher Stelle so ein bisschen nachgelassen. Und deswegen 3,5 Sterne. Der zweite ist auch schon erschienen und kann man demnach auch direkt durchlesen. Ist eine Dilogie. Weiter ging es bei mir, weil ich dann einfach richtig Bock darauf hatte, mit Die Krone der Dunkelheit, Magie flimmern von Laura Kneidl aus dem Piper Verlag. Ist der zweite von dreien. Auch hier sind bereits alle erschienen. Ist eine High-Fantasy-Geschichte, die in die Richtung von Throne of Glass geht. Also wenn ihr da ein absoluter Fan seid, dann guckt euch Die Krone der Dunkelheit an. Es lohnt sich total. Ich mag es, wie Laura diese Geschichte, ja, verpackt, wie die Dynamik da drin war. Den ersten fand ich noch ein bisschen schwierig, weil ich mich erstmal an die ganzen Figuren gewöhnen musste, an das ganze Setting, an die Welt, wie was mit Unselia und Selia, wie das zusammenhängt. Das fiel mir gerade beim Einstieg, weil ich eine geraume Zeit zwischen Band 1 und Band 2 hatte, auch hier noch ein bisschen schwer. Ich bin aber doch für meine Verhältnisse sehr zügig wieder reingekommen, was ich gut fand, was ich auch immer den Autoren als positiv auslegen möchte. Wenn man eine längere Pause dazwischen hat und trotzdem gut reinkommt, scheint der Autor irgendwas richtig gemacht zu haben. Und das war hier so. Lauras Schreibstil ist einfach mega. Wir begleiten diverse Figuren, haben hier halt auch unterschiedliche Perspektiven. Bei Two Sides of the Dark haben wir übrigens die zwei Perspektiven von Taylor und von Jonathan. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Hier haben wir, boah, 1, 2, 3, 4, mindestens 5, möchte ich behaupten. 5 Perspektiven mindestens, die wir begleiten, wenn nicht sogar 6. Teilweise werden Charaktere, die jetzt nicht den Hauptfokus haben, aber kurzweilig trotzdem beleuchtet, weil das hier von oben herab im allwissenden Erzähler ist. Also wir haben niemanden, der aus der Ich-Perspektive spricht, sondern schon jemanden, der von oben guckt. Das ist nicht immer so gänzlich mein Fall. Von daher ist das auch gut, wenn ein Autor das gut hinkriegt und mich damit begeistert. Das hat sie aber auch gut gelöst. Ich habe trotzdem Emotionen und Gefühle gespürt, weil das geht teilweise durch diesen allwissenden Erzähler manchmal ein bisschen verloren. Das ist eine hohe Kunst, das so zu verpacken, dass Emotionen, die nicht aus der Ich-Perspektive sind, gut übertragen werden. Aber das hat sie hingekriegt, sodass ich sehr zufrieden war mit der Geschichte. Hat mir tatsächlich sogar besser gefallen als der erste Band, weil für mich viel mehr passiert ist. Und kriegt von mir gute 4 Sterne. Jo, und weiter ging es dann auch eigentlich
irgendwie indirekt mit Laura Kneidel, aber eigentlich auch nicht, weil dieses Schätzchen eher von Bianca Iosivoni geschrieben ist. Es ist Midnight Chronicles, Dunkelsplitter aus dem Lux Verlag. Das ist der dritte Band der Midnight Chronicles Reihe und die wechseln sich ja immer ab. Laura hat die geraden Zahlen, also die 2, 4 und 6 und Bianca hat die ungeraden, die 1, 3 und 5 und führen dann ihre Geschichten fort. Wir begleiten hier wieder Roxy und Sean. Ich war super gespannt darauf. Ich war super entsetzt. Ich bin hier durchgeflogen. Das ist eine Geschichte Marke Shadowhunters, also geht wirklich in die Richtung. Wenn ihr die Shadowhunters mochtet, dann schaut euch die Midnight Chronicles an. Hier werdet ihr sehr gut bedient und bekommt ein ähnliches Flair auf eine andere Art und Weise. Also ich mag es, wie wir Europa bereisen in dieser Geschichte. Ich mag es, wie die verschiedenen Sachen so dargelegt werden. Es hat immer so ein bisschen diesen Kitzel von Supernatural. Das kann man auch noch irgendwie damit so ein bisschen ja, vergleichen, würde ich nicht sagen, weil es einfach alles immer individuell ist, aber so, es geht so in diese Sphären. Und es macht einfach super Spaß, die Geschichte zu lesen, beziehungsweise ich habe sie gehört, das Hören ist auch super angenehm. Bereitet Freude, es passiert viel, es hat Dynamik, es ist energiegeladen, es gibt Liebe, Herzschmerz, Verlust, Trauer. Also die Gefühle werden hier super schön transportiert, hat mir sehr viel Freude bereitet. Die einzelnen Charaktere kriegen einen Raum, um sich zu entfalten. Die Story hat ja das gewisse Esprit und das ist einfach wirklich viel wert, sodass das von mir 4,5 Sterne gekriegt hat. Auch hier hoffe ich, dass der letzte Band, der von Bianca ist, wirklich ein 5-Sterne-Buch wird, weil ich glaube, da geht noch einer mehr. Als Kontrast kamen dann New Adult-Geschichten. Die sind ja bis dato sehr auf der Strecke geblieben. Ich kam nicht umhin, nachdem ich Two Sides of the Dark beendet habe und ich habe im Januar tatsächlich mal 2 Bücher selbst gelesen. Applaus für Jessie, mir dann noch eins zu schnappen. Es war Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Sherry aus dem Lux Verlag. Ich habe schon so lange nichts mehr von ihr gelesen, was eine absolute Schande ist, sodass ich mir natürlich mal wieder einen Titel von ihr schnappen musste. Gesagt, getan. Dieser hier war es. Es geht um Jackson Emery und um, ach, wie heißt unsere Protagonistin? Mein Schwangerschaftsgedächtnis ist richtig mies. Gracelyn, genau, Grace. Grace durchlebt gerade eine schwierige Zeit, ihre Ehe ist in die Brüche gegangen und sie kehrt zurück in ihre Heimatstadt, einfach um sich über den Sommer ein bisschen zu sortieren und trifft dabei auf Jackson Emery. Und Jackson ist das schwarze Schaf der Stadt und eigentlich sollte man sich von ihm fernhalten, doch Gracelyn und er verspüren nach einigen Treffen so eine Anziehung, die ihnen beiden in dieser Situation einfach gut tut. Und sie wissen aber, dass diese ganze Geschichte endlich ist, weil der Sommer halt irgendwann enden wird und Gracelyn dann zurück in ihr eigentliches Leben kehren muss. Und ich fand das sehr, sehr schön. Ich fand hier Charaktere so ätzend, so widerlich geschrieben und Gracelyn gleichzeitig so gutherzig und Jackson auch so wundervoll. Das war so eine Diskrepanz zwischen Abartigkeit der menschlichen Seele und der Reinheit und wunderbaren Seite, die der Menschheit ebenso haben kann. Dieser Kleinstadt-Gossip hat mich fast zerstört, weil ich gedacht habe, Gott, ist das schrecklich. Und ich glaube, dass tatsächlich, dass es Städte gibt, wo das genauso ist, wo noch so auf so altertümliche Geschichten geachtet wird. Wie gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Ich habe nichts dagegen. Gott, jeder darf seinem Glauben ausleben, wie er möchte. Aber ich finde, leben und leben lassen. Man sollte niemanden dafür verurteilen, dass er sein Leben etwas anders führt als man selber. Denn dafür gibt es verschiedene Modelle im Leben. Und das ist so, so wichtig, diese Message, die dieses Buch transportiert, auf so vielen Arten und Weisen. Fand ich sehr, sehr schön. Ich fand sehr schön diese Zerbrechlichkeit, die in der Geschichte mitklang. Ich fand, obwohl es viele verschiedene Themen waren, die hier Raum gekriegt haben, dass sie auch den Platz bekommen haben, gut ausgearbeitet zu sein, trotzdem nicht zu dramatisch in dem Sinne von, dass jetzt auf ein Thema ein ultimativer Fokus gelegt wurde, sondern es war so eine Mischung, weil das Leben halt nun mal nicht nur aus einem Problem besteht, sondern aus mehreren. Ich kann gleichzeitig
Probleme mit Freunden, mit Familie, mit Partner haben. Es kann aber auch sein, dass ich nur Probleme im Sinne von irgendwelchen Abhängigkeitsgeschichten habe oder Verlusten, die mir hart auf der Seele liegen. Also das Leben ist so facettenreich und es besteht nicht immer nur aus einem einzigen Problem, sondern aus diversen Geschichten, die sich einfach summieren in manchen Situationen. Und das hat Brittany C. Sherry hier wieder sehr, sehr gut ausgearbeitet, weshalb es von mir 5 Sterne gab und eine absolute Leseempfehlung mit der Warnung, wenn ihr irgendwie Verluste im Rahmen von Kindesverlust oder familiären Verlusten hattet oder auch irgendwie Abhängigkeitsgeschichten, dann solltet ihr euch das überlegen, weil diese Sachen sind hier definitiv Thema. Weiter ging es mit dem nächsten Werk von Alexandra Flynn, diesmal im New Adult-Bereich. Es ist Meet Me in Maple Creek aus dem Ravensburger Verlag. Wunderschönes Cover. Für mich ein Cover, was irreführend ist im Vergleich zu dem Inhalt der Geschichte. Denn mir suggestiert dieses Cover eine total kuschelige, natürlich mit Drama gespickte New Adult-Geschichte. Ich fand, irgendwie war das anders. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine klassische New Adult-Geschichte ist, wie man sie kennt. New Adult ist für mich ganz häufig, dass es so Probleme in der persönlichen Entwicklung gibt, heißt Probleme aufgrund von irgendwelchen Gesch Ereignissen, auf die die Charaktere manchmal gar keinen Einfluss hatten. Das ist hier bei unserer Protagonistin auch der Fall. Bei dem männlichen Pendant ist es irgendwie anders. Und das gibt dem Ganzen eher so einen Crime-Thrill-Moment, weshalb es nicht gänzlich die klassische New Adult-Geschichte ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Wir begleiten, wie hieß sie? Myra? Myra, genau. Myra ist eine junge Frau, die mitten im Studium ist, die ein wohlbehütetes Leben bei ihrem Vater führt und eines Tages findet sie heraus, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Dieser Zwillingsbruder kommt aus diversen Vorfällen zu ihnen in die Kleinstadt Maple Creek und bringt seinen Freund Joschka mit. Und damit überschlagen sich Myras Ereignisse und Myras Leben. Wir haben hier auch wieder Diversität, die sehr im Fokus für Lexi stand, was ich gut fand. Auch hier ist der Schreibstil super leicht und flockig, man fliegt so durch. Mir war es manchmal, ich habe es als Hörbuch ja gehört, etwas zu vulgär. Ich finde das immer schwierig. Ich höre das ja dann teilweise zum Schlafen gehen und wenn Olli neben mir liegt, dann kriege ich immer so die Sperre. Gibt es so Hörbücher, das ist bei Midnight Chronicles auch so, die fluchen auch super viel, dass ich dann denke, das kannst du jetzt nicht hören, dann musst du was anderes hören. Und auch wenn die Erotik-Szenen natürlich zu krass sind, dann kann ich das auch nicht hören. Das möchte ich dem Kind natürlich auch nicht antun. Das ging, also die Erotik war hier total edel. Das hat mir gut gefallen. Mir hat das Miteinander mit den Figuren eigentlich gut gefallen. Ich fand, ich war mir nicht sicher, ob der Fokus hier auf der richtigen Story lag. Es wurde dann doch sehr mafiös, sage ich mal. Und das war anders, als ich es erwartet hatte. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Das kann auf der einen Seite super gut sein, weil das einfach ein Plot war, der unerwartet kam. Auf der anderen Seite war mir das vielleicht ein bisschen too much und konnte mich nicht so ganz abholen, sodass ich dem Ganzen 3 Sterne gegeben habe, grundlegend erstmal zufrieden bin. Aber ich glaube, Lexi kann das noch ganz anders, als sie das hier gezeigt hat. Den zweiten Band werde ich natürlich trotzdem lesen, einfach weil ich wissen will, wie es ausgeht. Denn der erste endet mit einem richtig fiesen Cliffhanger. Ich verstehe, warum die zeitgleich erschienen sind, weil das wäre echt Folter vom Verlag gewesen. So, last but not least. Wir haben das letzte Büchlein hier. Das soll natürlich auch noch seine Zeit und seinen Raum finden. Es ist die Fortsetzung einer Tetralogie. Ich hatte einfach nur noch ein paar Tage und die sind super schnell durch, weil die einfach sehr dünn und zierlich sind und trotzdem viel Story bieten. Das ist eigentlich relativ cool. Ich rede von 17, das zweite Buch der Erinnerungen von Rose Snow aus dem Ravensburger Verlag. Das ist diese Schönheit hier. Wie gesagt, alle 4 Bände sind erschienen. Ihr könnt es durchlesen. Rose Snow ist immer eine Empfehlung wert, weil die sehr eigensinnige und schöne Urban Fantasy schreiben, meines Erachtens.
Meine Lieblingsreihe ist Ein Augenblick für immer, weil einfach da haben die noch so einen gewissen Thrill-Elemente drin, der richtig gut ist. Und dieses ganze Setting war für mich einfach sehr, sehr lesenswert. Deswegen kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. 17 ist auch nett, ist nicht so gut, würde ich behaupten wollen. Also generell, man merkt, dass es eins der früheren Werke ist, dass Ein Augenblick für immer später erschienen ist, weil ein Autor macht natürlich so in seinem Prozess des Schreibens und des Veröffentlichen auch immer so Fortschritte und das hat man hier einfach gemerkt. Trotzdem war es gut. Ich mag Joe. Ich mag so das Ganze, wie sich die Story entwickelt. Ich mag, dass Joe immer mehr rausfindet, aber das in einem guten, dosierten Maß. Es ist ein Spannungsbogen, der durchgehend in der Story vorhanden ist, der Freude bereitet. Man leidet mit, man freut sich mit, man begleitet einfach super gerne, man trifft auf Untiefen der menschlichen Spezies auch hier wieder. Und ja, es ist einfach eine knackige Geschichte, die auf wenig Seiten gute Sachen erzählt und somit bin ich total zufrieden, gebe 4 Sterne und denke, mehr gibt es zu diesem zweiten Band nicht zu sagen, weil ich sonst spoilern würde. Ich kann noch sagen, dass Joe die Fähigkeit, also dass sie rausfindet, dass sie die Fähigkeit besitzt, Erinnerungen von anderen zu sehen. Das suggestiert aber der Untertitel schon so ein bisschen. Und ja, ist einfach eine coole Sache, kann ich nur empfehlen. Schaut mal vorbei und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Es gibt ein Avell-Unpacking. Ach, wie könnte es anders sein? Wünsche euch dabei viel Spaß und würde sagen, bis dahin. Bye.